Hallo, bleibt dran. Es gibt eine kleine Radtour, ihr dürft dabei sein. Every single day. So, wir sind heute in den Dünen van Schouwen. Man sagt auch, das ist der Kopf von Schouwen-Duiveland. Und das ist ein riesengroßes Waldgebiet. Durch dieses Waldgebiet führen mehrere Wanderwege und ein ganz toller Radweg. Den werden wir euch heute mal zeigen. So, ich bin jetzt oben auf diesem Aussichtspunkt, mitten im Waldgebiet und zeige euch mal die Gegend von hier oben aus. Guten Abend, wir kochen heute Miesmuscheln. Dazu müssen wir eine ganze Zwiebel klein schneiden. Oh, es ist sehr windig. So, wir kochen heute draußen. Die Pfanne ist heiß. Ich gebe etwas Olivenöl hinein. So, jetzt kommen die Zwiebeln in die Pfanne. Ja, jetzt werden die Zwiebeln abgelöscht mit 350 Milliliter Weißwein.
Ich hebe mal den Deckel hoch. Jetzt kommt noch Wasser hinzu. Auch 350 Milliliter. Ja, das lassen wir mal eben kurz aufkochen. Wenn man in Seeland ist, muss man auch mal Zeuse Mosselen probieren. Wir haben uns hier zwei Pakete gekauft. Da sind die Muscheln schon vorgegart und Grünzeug ist auch dabei. Die geben wir jetzt ins kochende Wasser. So, wir haben die Muscheln jetzt 5 Minuten köcheln lassen und die sind jetzt fertig. Sollte allerdings eine dabei sein, die noch zu ist, sollte man die nicht essen. So, zu den Muscheln gibt es heute Baguette. Im Restaurant isst man gerne Pommes dazu und man trinkt einen Weißwein. Das duftet. Ja, ich habe einen guten Appetit, ne? Ja, danke schön. Zeig mal, wie man die isst. Ja, die erste muss man wohl mit der Gabel essen und dann nutzt man die Schale für die nächste, ne? Ja. Wir haben jetzt kein Knoblauch dran getan. Normalerweise gehört da noch Knoblauch zu. Das wird dann vorher mit der Zwiebel angebraten. Muschel naturell, das ging schnell. Ja, so sieht das aus, wenn die Bäuche satt sind. Hallo! Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Däumchen für uns da lasst. Bis zum nächsten Mal! Ciao.